Ein Männerchor schallt über die Anlage des T-Clubs auf Mallorca. Wohlgemerkt vor dem ersten Abschlag. Es ist eine Frage der Ehre und für manche auch ein bisschen mehr. Der Ryder Cup der GoFus. Die Fußballer gegen die Handballer. Also es ist ein wichtiges Event heute für uns. Das wichtigste Event des Jahres. Mindestens. Was hier auf dem Spiel steht, das offenbart schon ein Blick in die Geschichtsbücher. Aus unerfindlichen Gründen steht es 5-5. Also heute geht wieder irgendeiner in Führung. Also wir gehen in Führung. Beide Teams siegessicher. Bis zum ersten Abschlag. Der Ryder Cup zwischen den Fußballern und Handballern. Sensationell. Ausgetragen im Rahmen des GoFus Matchplay, dem ersten Major Event der GoFus im Jahr 2021. Es geht zur Sache, wir sind alle nervös und freuen uns, vor allem zusammen zu sein wieder. Merkt es auch jedem an, jeder ist gut gelaunt. Jeder freut sich schon wieder, die Leute zu sehen. Also es sind wunderschöne Tage und sind wir sehr dankbar, dass wir es machen dürfen. 12 Freunde müsst ihr sein und dann Mann gegen Mann, wie bei Pascal Henz und Bernd Wehmeier. Auf den ersten Blick ein ungleiches Duell. Hier der 2,02 Hühne. Oh, auf der 7, 12, 14. Dort der begrenzte Raum einer weitläufigen Anlage. Ein weiteres Keymatch, das von Martin Schwalb gegen Holger Fach. Handballer. Der Sky-Experte Handball zunächst noch mit Orientierungsschwierigkeiten. Aber natürlich stand der Spaß im Vordergrund und der gute Zweck. Mit ihrer Aktion Platz da haben die GoFus mittlerweile über 200 Bolz- und Spielplätze in Deutschland gebaut oder renoviert. Gleich ins kalte Wasser geworfen wurde Mirko Slomka bei seinem GoFus-Debüt. Das ist im Grunde wie als Fußballtrainer auch. Ne? Fängst an, irgendwie muss funktionieren und die Leute sind gespannt, kann der was oder nicht. Ein tolles Erlebnis, ein fantastischer Platz hier, dieser Tee Golf and Country Club. Und hier mal zu spielen, das nutzten einige so richtig aus, wie Bremens Marco Bode, ein Spezialist in Sachen Bunkerspiel. Der Ex-Nationalspieler testete auf der 9 alle Grünbunker, manche sogar zweimal. Es sah nicht schlecht aus für die Handballer, auch wenn Pascal Henz manchmal ein Dreipad unterlief. Allerdings aus 50 Metern und mitten aus dem Wald. Gar nicht so schlecht. Aber schnelle Punkte von Mirko Slomka und Schiri Thorsten Kienhöfer brachten die Fußballer früh in Stimmung. So sehen Sieger aus. Martin Schwalb auf der 18. Unglücklich. Und als dann auch noch der biblische Zweikampf zwischen David und Goliath verloren ging, war es schon vorbei für die Handballer. Das wichtigste Spiel meines Lebens habe ich leider verloren. Deswegen Glückwunsch an die Fußballer, die heute verdient gewonnen haben. Der Rest war ein Schaulaufen bis zum Endstand von 8,5 zu 3,5. So deutlich war es noch nie. Es war diesmal so, letztes Mal war es ganz, ganz eng für die Handballer. Und ja, jetzt haben wir den Pokal in Stein, wo er hingehört. Ne? Der Pokal ist zurück im Team von Weltmeister Rainer Bonhoff bei der Matchplay Championship der GoFus. Und das wurde entsprechend gefeiert. Erst auf dem Platz des Team Golf and Country Clubs und anschließend bei der Poolparty im Steigenberger Hotel und Resort in Camp de Mar. Und feiern, das können sie, die GoFus. Recht auf Mallorca.